Ja. Somit bleibt mir dann ja auch eh nichts anderes übrig, als zu sagen: Tschüssi, bye bye, Lothering. What the fuck? Ach, ein schlechter Traum war das. Ich verstehe. Böse Träume, was? Es wirkte alles so real. Ist es ja auch, irgendwie. Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon ist... Ist der Erzdämon der Drache? Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja, das ist der Erzdämon. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Noch andere Überraschungen, über die ich Bescheid wissen sollte? Außer, dass ihr jung sterben werdet und die Verderbnis alleine besiegen müsst? Nein, sonst gibt's keine Überraschungen. Na, dann ist gut. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Neue Quest, Verzauberung, Soldatengipfel, ein Vertrauter des Königs. Oh, direkt mal ein paar neue Quests. Na, bevor wir hier, ja, mal ein bisschen checken hier. Was? Was ist los? Euer haariger Freund hier hat es mir übel genommen, dass ich seinem Fressen zu nahe gekommen bin. Er hat nach mir geschnappt. Seht nur. Ach du meine Güte. Da ist ja kaum Blut zu sehen. Aber er hätte es trotzdem nicht tun sollen. Ich vergesse einfach manchmal, dass er ein Kriegshund ist. Es wird mir eine Lehre sein. Ja, würde ich auch hoffen. Ich habe einst eine sehr alte Legende über die Hundekrieger gehört. Zur Zeit der alten Stämme sollen sie ihre Mabari mit dem Fleisch der Gefallenen gefüttert haben. Nun, das hat man mir zumindest erzählt. Manchmal soll es sogar Menschenfleisch gewesen sein. Ach komm, als würdest du den Unterschied erkennen. Woher weißt du denn, dass du nicht schon einmal mit so etwas oder so jemandem gefüttert wurdest? Ach, der Alistair, der ist doch auch zu jedem nett. Hör nicht auf Alistair. Er redet ständig Unsinn. Hey! Na, stimmt doch. Nur Bullshit, was du laberst. Uah, seht nur, was euer Köter in meinem Gepäck hinterlassen hat. Er freut sich doch. Ein verrotteter, halb zerfressener Hase ist nicht unbedingt das, was eine Frau in ihrer Unterwäsche finden möchte. Nicht? Ach, es ist der Gedanke, der zählt. Er meint es doch nur gut. Dieser dreckige Köter kann ihn zurückhaben. Hier. Und sagt ihm, er soll das nicht nochmal machen. Ach, mach das nicht nochmal. Du bist ein Kriegshund. Kein Kindermädchen. So. Gibt's ja immer was Neues, wenn man den Hund anklickt. Ich sehe den einfach mal zu. Du bist ein wahrer Krieger und verdienst Respekt. Respekt? Suchst du nach einem Weg durchs Innere der Welt? Du weißt aber, dass das eine Weile dauern könnte.
Na, dann ist gut. Ich wollte ja nur mal fragen. Na, dann viel Glück dabei. So, da hinten habe ich ja gesehen, da blitzen ja hier Sachen auf. Da muss ich erstmal hin. Wer bist du denn? Levi Dryden. Ihr seid ein schwer zu findender Mann. So sollte es sein. Meine Manieren. Mein Name ist Levi. Levi Dryden. Hat Duncan mich je erwähnt? Levi von den Münzen? Levi, der Händler? Ich bin Cassio und von euch habe ich noch nie gehört. Wirklich? Er hat euch nie vom alten Levi erzählt? Wir kannten einander seit Jahren. Aber was plappere ich da, wo ihr doch eine Verderbnis aufhalten müsst? Ich will nicht eure Zeit vergeuden. Duncan hat versprochen, dass wir gemeinsam etwas ergründen würden, das für die Wächter durchaus wichtig ist. Und für mich auch. Der arme Duncan, ach, schweigen wir davon. Es ist eine Tragödie. Aber ich bin sicher, er würde wollen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Sein Versprechen eingehalten. Welches Versprechen hat Duncan euch gegeben? Meine Familie... Nun, da gibt es einige dunkle Flecken in der Vergangenheit. Der Adel blickt mit Abscheu auf uns herab. Meine Ur-Urgroßmutter Sophia Dryden war die letzte Kommandantin der Wächter von Ferelden. Damals, als die Wächter als Schmarotzer galten. Also verbannte König Arland die Wächter und nahm dem Haus Dryden alle Ländereien und Titel ab. Was ist dann passiert? Schwer zu sagen. Nach König Arlands Tod kam es zum Bürgerkrieg, weitaus schlimmer als der jetzige. Unsere Familie war auf der Flucht, gejagt von unseren Feinden, und wir hatten auf der Welt kaum noch Freunde. Aber Drydens sind hart im Nehmen. Wir haben alles neu aufgebaut und sind Händler geworden. Und wir haben niemals unseren Stolz verloren. Es überrascht mich, dass ihr euren Namen behalten habt. Das einzige Verbrechen unserer Familie bestand darin, das Königreich gegen die Verderbnis zu schützen. Dafür schämen wir uns nicht. Um welchen Gefallen habt ihr Duncan gebeten? Ich wollte die Wahrheit wissen. Meine Familie verehrt Sophia Dryden. Wir wissen, dass sie auf dem Soldatengipfel, dem alten Stützpunkt der Grauen Wächter, gestorben ist. Wir wollen Beweise, um ihren Namen reinzuwaschen. Unsere Ländereien und Titel bringt uns das zwar nicht zurück, aber unsere Ehre schon. Ich habe vom Soldatengipfel noch nie etwas gehört. Seit den Tagen von Arland war niemand mehr auf dem Soldatengipfel. Zumindest ist nie einer von dort zurückgekommen. Ich habe Jahre damit zugebracht, eine Karte des Tunnellabyrinths anzufertigen, das auf den Gipfel führt. Und vor einigen Jahren habe ich den Weg gefunden. Also ging ich zu Duncan und sagte ihm, er könne den Stützpunkt nun wieder in Besitz nehmen und meine Familie bekäme ihre Ehre zurück. Was benötigt ihr von mir? Ich finde durch die Tunnel am Fuße des Soldatengipfels hindurch. Aber der Ort... Nun, man sagt, es würde dort spuken. Das ist bestimmt gefährlich. Werdet ihr zumindest darüber nachdenken? Der Glaube eurer Familie soll belohnt werden. Ich werde euch helfen. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Wahrscheinlich gemeinsam. Ah, schön euch zu sehen, mein Retter in der Not. Ich muss wahrscheinlich alles alleine machen. Fennig steht euch erneut zu Diensten. Ich habe euer Lager gesehen und mich an euer freundliches Angebot bei unserer letzten Begegnung erinnert. Und gibt es für einen Händler und seinen Sohn einen sichereren Ort zum Schlafen? Ich denke nicht. Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Gut? Ja? Ja, ja. Ist für beide gut. Der hat doch nur Schiss, der Junge. Aber ihr könnt gerne bleiben. Benehmt euch. Macht hier keine unanständigen Schweinereien und dann jeder klar. Großartig. Bedank dich bei dem Herrn, Junge. Danke, Sir.
Seid versichert, dass wir euch und eure Gefährten nicht belästigen werden. Sprecht einfach mit meinem Jungen, wenn ihr Verzauberungen braucht. Und wendet euch ansonsten an mich. Okay, dann wende ich mich mal an dich. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Lasst mich eure Waren sehen. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Natürlich. So, was hast du? Okay, die Säurefläschchen. Ich werde die nie benutzen, deswegen mache ich die direkt weg. Die Beschichtung werde ich nicht benutzen. Ich glaube, das ja auch eher weniger. Okay. Ja, das Ding kann weg. Der Helm kann weg. Das Ding kann weg. Das Ding kann weg. Jetzt hätte ich natürlich Stan geben können, aber gut, jetzt ist es zu spät. Was ist das denn? Aha. Okay, die sind scheiße. Die braucht man nicht. Achso, das sind Geschenke. Aber nicht alles. Was mache ich eigentlich mit den Teilen? Malachit, Granat, Bergkristall und so weiter. Ich glaube, die sind zum Verkaufen einfach nur, oder? Also ich muss sagen, ich verkaufe die jetzt. Sollte ich sie später brauchen, ja, dann habe ich jetzt Pech gehabt. Ne, das kann man zum Kämpfen, genauso wie das. Wolfsfell behalte ich, weil das brauche ich nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, später noch. Kauft ihr aber das hier alles ab? Ich hab's ja dicke. Ich kann mir das leisten. Komm, gib mir das. Beide. Hier gibt's mir auch alle. So. Was hast du denn noch? Okay, das kann ich mir nicht leisten. Werde ich mir aber definitiv zulegen, sobald ich kann. Also du hast ganz schön viel Schrott dabei. So, ich bin der Meinung, dass manche auch... Haben manche nicht auch ihre Rucksäcke? Geh mal kurz nach unten. Hier, Rucksack. Sag ich doch. Templer, blub, 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 blub. Was ist das hier? Eine Taube, Kohle, Zuckerkuchen. Na, guck mal. Aber nö, ich habe ja ganz viel, was umsonst ist. Ich nehme jetzt alles, was hier umsonst ist. So. Und nehme auch ganz viele Zuckerkuchen. Na gut, so viele vielleicht nicht. So viel habe ich ja nicht mehr. Komm, ich nehme 10 Stück. Ach komm, das schöne Geschenk. Nehmen wir auch nochmal 10 Stück von. So. Na, jetzt aber ist mein Inventar voll. Gut, dann will ich mal ganz kurz hier gucken. Und zwar, wo sind jetzt die Geschenke? Hier. So, Alistair. Was könnte denn dem Alistair gefallen? Ach, guck mal. Das ist doch das Geschenk für ihn, oder? Daran könnte ich mich gewöhnen. Ah, das war mir klar. Morrigan bekommt einfach mal eine Alistair-Puppe. Ich bin euch dankbar. Das ist wirklich aufmerksam. Ja, ja, bitteschön. Heribert, nee, der braucht nichts. Der liebt mich sowieso. Oh, eine klangvolle Laute. Ich. Das ist einfach. Ja, nicht wahr? Ich bin beeindruckt. Hab Dank. Ja, ja, hab Dank. So, na guck mal. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Ich habe nämlich so viel Scheiß hier drin, ne? Muss ich erstmal gucken, wie ich das alles... Also wenigstens einen großen Teil davon wenigstens irgendwie... Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
ein schönes Geschenk. Vielen Dank. So. Jetzt weiß ich nicht, nimmt es noch Platz weg? Ich glaube nicht, ne? Ich hoffe es zumindest. So. Ja, aber das sind jetzt trotzdem. Ich habe ja. Ich habe nicht so viel Platz. Komm mal her. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Ja, ja. Lass mich einfach sehen, was du anzubieten hast. Und reicht dann. Ich verkaufe dir wieder ein bisschen was zurück. Und zwar das hier. Ja. Wieso habe ich nur noch so wenig? Habe ich die alle verschenkt? Weg, weg. Weg, weg. Orlesianische Maske. Amulett der Erinnerung. Na dann. So, jetzt habe ich wenigstens ein paar freie Plätze. So, jetzt werde ich natürlich mal mit all meinen Boys und Girls hier reden. Ich erwarte euren Befehl. Ich will dich eigentlich nur was fragen. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Könnt ihr anderen beibringen, sich zu verwandeln? Möglicherweise, wenn ich es wollte. Will ich aber nicht. Aha. Und warum nicht? Ich soll euch begleiten und unterstützen, und das werde ich auch tun. Irgendwann könnte das auch die Weitergabe der Fähigkeiten meiner Mutter einschließen. Noch kenne ich euch dafür zu wenig. Ich kann nichts versprechen. Aha. Gut. Weiß ich schon mal Bescheid, ich muss dich besser kennenlernen. Dann wollen wir daran doch mal was ändern. Ich erwarte euren Befehl. Das Leben in der Wildnis war bestimmt sehr einsam. Manchmal vielleicht. Die Welt voller Leute und Gebäude war mir völlig fremd. Wenn ich Gesellschaft wollte, jagte ich mit den Wölfen, flog mit den Vögeln und sprach mit den Bäumen. What? Haben Sie geantwortet? Seid nicht albern. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal die Grenze der Wildnis überschritt. Ich tat es als Tier, hielt mich im Schatten versteckt und beobachtete die Dorfbewohner aus der Ferne. Ich sah eine Adlige neben ihrer Kutsche stehen, in glitzernde Gewänder gehüllt, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Ich war wie geblendet. Das war wahrer Reichtum, wahre Schönheit. So dachte ich. Ich schlich mich hinter sie und stahl einen Handspiegel aus der Kutsche. Der Rahmen war aus Gold, voller Edelsteine, und ich drückte ihn voller Wonne an meine Brust, als ich zurück in die Wildnis lief. Was ist dann geschehen? Flemeth war sehr wütend. Ich war ein Kind, noch nicht im Vollbesitz meiner Macht, und hatte für hübschen Tant riskiert, entdeckt zu werden. Um mir eine Lektion zu erteilen, zerschlug Flemeth den Spiegel am Boden. Es brach mir das Herz. Aber ihr wart nur ein Kind. Und ein dummes noch dazu. Ja. Flemeth tat recht daran, mir meine Flausen auszutreiben. Schönheit und Liebe sind vergänglich und damit bedeutungslos. Überleben ist von Bedeutung, Macht ist von Bedeutung. Ohne diese Lektionen stünde ich heute nicht hier, wie schwer sie mir auch gefallen sind. Das ist, naja, aber sie haben euch stärker gemacht, nicht wahr? Das haben sie, in der Tat. Um eure Ausgangsfrage zu beantworten, meine Zeit in der Wildnis war wohl tatsächlich einsam, aber genauso musste es eben sein. Manchmal frage ich mich, was wohl aus dem Mädchen mit dem wunderschönen Spiegel aus Gold geworden wäre. Aber in der Realität haben derlei Träume keinen Platz. Naja, mehr oder weniger. Ich erwarte euren Befehl. Ich möchte etwas Persönliches fragen. Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Warum seid ihr noch hier? Ich bin hier, weil Flemeth mir befohlen hat, euch zu helfen. Warum? Soll ich gehen? Kein Problem, wenn euch das lieber ist. Nein, ich will nicht, dass ihr geht. Dann ist unser Gespräch wohl beendet. Hä?
Ich erwarte eure Befehle. Okay, ich versuch's nochmal. Ich möchte was Persönliches besprechen. Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Warum seid ihr noch hier? Ich bin hier, weil Flemeth mir befohlen hat. Ja, das weiß ich bereits. Soll ich gehen? Kein Problem, wenn euch das lieber ist. Ich dachte, wir wären befreundet. Sind wir das? Warum stellt ihr dann so eine Frage? Okay, das war irgendwie nicht richtig. Ich erwarte euren Befehl. Na gut. Dann möchte ich euch einfach hier nur wirklich voller irgendwas Fragen. Seid ihr in der Kuchari-Wildnis aufgewachsen? Warum stellt ihr mir solche Fragen? Ich will doch von euch keine sinnlosen Informationen, oder? Ihr könnt mich jederzeit befragen. Entschuldigt kurz, ein Freudensprung ist angebracht. Juhu! Was wollt ihr wissen? Ob ich in der Wildnis aufgewachsen bin? Seltsame Frage. Wo hätte es denn sonst sein sollen? Ja, keine Ahnung. Viele Jahre gab es nur Flemeth und mich. Die Wildnis und ihre Kreaturen waren für mich realer als Flemeths Geschichten von der Welt der Menschen. Irgendwann wurde ich neugierig. Ich verließ die Wildnis, um zu erkunden, was dahinter lag. Aber immer nur kurz. Kleine Vorstöße in die zivilisierte Wildnis. Ihr seid niemandem aufgefallen? Nur ganz selten. Flemeth hatte mich gut vorbereitet. Doch trotz aller Vorbereitung war die Realität der Zivilisation dann doch zu viel für mich. So viel war mir nicht vertraut. Ich war selbstbewusst und mutig, aber auf vieles hatte mich Flemeth unmöglich vorbereiten können. Sehr mutig. Das passt zu euch. Mut und Dummheit halten sich da wohl die Waage. Nur einmal wurde ich beschuldigt, eine Hexe der Wildnis zu sein, von einem Chasen, der mit einer Handelskarawane unterwegs war. Er zeigte auf mich, schnaufte und schrie dann in einer seltsamen Sprache. Die meisten glaubten, er würde mich irgendwie verfluchen. Ich spielte das verschreckte Mädchen und er wurde eingesperrt. Gut reagiert. Männer sind stets dazu bereit, einer Frau zwei Dinge zu glauben. Dass sie schwach ist und dass sie einen Mann attraktiv findet. Ich gab die Verletzliche und schmachtete den Hauptmann der Wache an. Ein Kinderspiel. Jedenfalls konnte ich mich relativ problemlos unter den Menschen bewegen. Wie immer sie sich eine Hexe vorstellen mögen, ich sehe wohl anders aus. Natürlich gab es auch Ärger. Eigentlich nicht. Manches an der menschlichen Gesellschaft hat mich immer verwirrt, wie etwa die Berührungen. Warum muss man einander bei einer simplen Begrüßung anfassen? Keine Ahnung. Ich bin kein Mensch. Erzählt mir keine Selbstverständlichkeiten. Und so anders ist eure Kultur auch nicht. Aber es gab Feinheiten, von denen mir Flemeth nie erzählt hatte. Wann man einander in die Augen sieht. Wie man sich bei Tisch benimmt. Wie man handelt, ohne beleidigend zu werden. Das wusste ich alles nicht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber diese Hoffnung habe ich auch schon vor langer Zeit aufgegeben. Nach meiner letzten Rückkehr in die Wildnis habe ich Flemeth geschworen, nie wieder wegzugehen. Tja, das ist wohl verkackt. Und dennoch seid ihr hier. Ja, ich bin hier. Lasst uns weitergehen, bevor sich die Erde auftut und uns verschlingt, ja? Ich denke nicht, dass das passieren wird. Es ist kalt in meinem Zelt, so ganz allein. Und was soll ich dagegen unternehmen? Nun, ganz zufällig scheint ihr ziemlich warm zu sein. Nee, ich bin heiß. Naja, ich schau mir mal dein Zelt an. Ihr kommt also in mein Zelt? Aber was sollen wir in der Enge tun, während wir darauf warten, dass es wärmer wird? Das überlasse ich euch. Gut, dann lasst uns keine Zeit mehr mit Geschwätz vergeuden. Die Geschichten über die Ausdauer der Grauen Wächter sind also nicht übertrieben. Ach,
Das sagt ihr doch nur so. Gar nicht. Es gibt da zahlreiche Legenden über die Helden wie Garahal, die zugegeben ein wenig schmutzig sind. Natürlich bleibt die Frage, ob der Grund für diese Ausdauer die Verderbtheit ist oder ob graue Wächter von Natur aus so überaus standhaft sind. Ich würde gerne glauben, dass beides stimmt. Natürliche Fähigkeiten, die eine dunkle Macht noch verstärkt. Und was jetzt? Das überlasse ich ganz euch. Ach so. Aber ihr sollt wissen, dass ich euch nicht vereinnahmen möchte. Ich erfülle nur meine Bedürfnisse. Und wenn ihr dieselben habt, soll es mir recht sein. Ach ja, ist doch schön. Und wenn ihr unser kleines Abenteuer nicht fortsetzen wollt, ist mir das auch recht. Ganz einfach, oder? Ja. Und was ist mit Liebe? Spielt sie dabei eine Rolle? Ah, jetzt macht ihr durch schmutzige Worte die Stimmung kaputt. Dummer Mann. Kommt, gehen wir, bevor die anderen anfangen zu glotzen. Ich glaube, das ist schon zu spät. Ja, das ging ein bisschen sehr schnell mit ihr und mir und uns und so weiter. Naja. So leicht ist Morrigan also rumzukriegen. Hier ein paar Glitzergeschenke, wie Frauen so sind, ne? Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Danke, würde ich gern mal sagen. Geschehen. Warum seid ihr hier? Ich wurde ausgesandt, um die Augen der Antam zu sein. Der Arishok fragte, was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Was ist ein Arishok? Er ist derjenige, der die Antam befehligt. Hat er doch gar nicht erwähnt. Die Gesellschaft der Kunari. Warum interessiert er sich für die Verderbnis? Warum interessiert ihr euch dafür? Vielleicht, weil sie die Welt vernichten könnte? Ihr glaubt also, die Kunari leben in irgendeiner anderen Welt? Naja. Müsst ihr denn nicht Bericht erstatten? Doch. Warum seid ihr dann immer noch hier? Ich kann nicht in meine Heimat zurück. Warum nicht? Das spielt jetzt keine Rolle. Werden wir uns wieder auf den Weg machen? Die dunkle Brut wartet. Lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Das war ein sehr angenehmes Gespräch, würde ich mal sagen. Habt ihr immer in einem Gesindeviertel gelebt? War es sehr schlimm? Manchmal. Ich war noch nie im Gesindeviertel von Denerim, aber das Leben dort soll sehr hart sein. Überall nichts als Dreck. In Orle wohnen die meisten Elfendiener in den Anwesen ihrer Herren, oftmals in Wohlstand und Luxus. Das wusste ich nicht. Ich kannte Elfendiener, die selbst Diener hatten. Gut ausgebildete Elfendiener haben in Orle einen hohen Wert. Sie sind behende und geschickt. Und viele finden sie durchaus attraktiv. Soll ich mich also einem adligen Nolle andienen? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Meine Worte waren schlecht gewählt. Ich wollte euch nicht beleidigen. Es tut mir leid. Ja, verkackt. So jeder nicht. Aber komm, die ist angenommen. Danke. Ihr habt mir zahlreiche Gedankenanstöße gegeben. So, hast du sonst noch was zu erzählen? Kann ich euch irgendwie helfen? Was macht jemand wie ihr in der Küche von Lothering? Was soll das heißen, jemand wie ich? Naja, ihr seht einfach nicht so aus, als gehört ihr in die Kirche. Glaubt ihr, ich wäre als Klosterschwester geboren worden? Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen. Was habt ihr davor gemacht? Ich war eine reisende Bänkelsängerin in Orle. Geschichten und Lieder waren mein Leben. Ich bin aufgetreten und erhielt dafür Beifall und etwas Geld. Und meine Fähigkeiten im Kampf? Nun, auf Reisen schnappt man eben das eine oder andere auf. Ist doch so. Ja, natürlich. Sicher, sicher. Lasst uns weitergehen.
Kann ich euch irgendwie helfen? Ich möchte mit euch über etwas reden. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Warum habt ihr euch entschlossen, nach Ferelden zurückzukehren? Ihr wart eine Reihe... Nee, warum habt ihr euch denn hier? Warum seid ihr zurück? Meine Mutter stammte aus Denerim. Ha? Und ich betrachte Ferelden als Heimat. Mutter diente einer Adligen aus Orlé, die während der Besatzung hier lebte. Als Orlé besiegt war und das gemeine Volk jeden Orlesianer verachtete, kehrte die Dame nach Orlé zurück und nahm meine Mutter mit. Ich wurde in Orlé geboren und kam erst viel später nach Ferelden. Mutter hat immer Geschichten von ihrem Heimatland erzählt. Sie hat es wohl sehr vermisst. Was ist mit eurer Mutter geschehen? Sie starb, als ich noch ganz klein war. Ich durfte bei Lady Cecily bleiben. Ich hatte sonst niemanden. Sie war schon recht betagt und ließ mich in Musik und Tanz ausbilden, um sie zu unterhalten. Es ist ungerecht, dass ich mehr Erinnerungen an Lady Cecily habe als an meine Mutter. Wisst ihr gar nichts mehr von eurer Mutter? Das Einzige, woran ich mich deutlich erinnere, ist Mutters Geruch. Sie hatte immer getrocknete Blumen im Schrank bei ihrer Kleidung. Kleine, weiße Wildblumen aus Ferelden, mit einem süßlichen Duft. Mutter nannte sie Andrastes Segen. Sie waren sehr selten in Orlé. Doch genug davon. Lasst uns weitergehen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Hallo? Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr wart eine reisende Bänkelsängerin. Kennt ihr ein paar gute Geschichten? Natürlich. Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Erzählt mir etwas über die dunkle Brut. Die Kirche sagt, der Hochmut der Menschen habe die dunkle Brut hervorgebracht. Vor langer Zeit herrschten die Magier des Reiches von Tevinter über einen Großteil der uns bekannten Welt. In ihrem Hochmut hielten sie ihre Magie für unüberwindlich und stellten sich sogar über den Erbauer selbst. Also überfielen sie seine goldene Stadt, um selbst darin zu leben und ihren eigenen Schöpfer abzusetzen. Doch sie waren unrein und voller Sünde. Und mit dieser Sünde befleckten sie die goldene Stadt, die dadurch auf ewig verdorben wurde. Der Erbauer verfluchte sie und verbannte sie aus seinen Augen. Wo immer sie dann hingingen, verbreiteten sie die Verderbtheit ihrer Sünden. Jedes Land, das sie berührten, wurde verderbt und brachte kein Leben mehr hervor. Stattdessen erhob sich die dunkle Brut, um uns zu quälen und uns an unseren Hochmut zu erinnern. Aha, kennt ihr irgendwelche Geschichten aus Orlé? Natürlich. Orlesianer erzählen gern Geschichten. Ich erzähle euch meine Lieblingsgeschichte über Aveline, die Ritterin von Orlé. Das klingt sehr interessant. Vor langer Zeit wurde einem Bauern eine Tochter geboren. Er hatte aber auf einen Sohn gehofft und wies seine Frau an, das Kind im Wald auszusetzen. Nett. Bevor die Kälte das Baby hinwegraffte, wurde es von einem Stamm Dalish-Elfen gefunden, der sich des kleinen Schreihalses annahm und als einen der ihren aufzog. Aveline, so wurde sie genannt, wurde unter Anleitung der Elfen stark und schnell und gewitzt. Sie schwang das Schwert so gut wie jeder Mann, konnte einen Hirsch auf 100 Schritt mit dem Pfeil erlegen und war auf dem Pferderücken ebenso gewandt wie zu Fuß. Fahrt bitte fort. Avelines Dalish-Lehrmeister erkannten, dass sie jeden Chevalier aus Orlé im Kampf mit Leichtigkeit schlagen konnte und wollten den grausamen Menschen das Kind zeigen, das sie zum Sterben ausgesetzt hatten. Sie gaben ihr ein gutes Pferd und eine Rüstung und schickten sie zum großen Tornei, um sich zu beweisen. In jenen Tagen durfte keine Frau Waffen tragen und schon gar nicht beim großen Tornei antreten. Aveline behielt ihren Helm auf und wurde nicht entdeckt. Erzählt weiter. Aveline gewann zahlreiche Kämpfe und wurde zum Liebling der Zuschauer. Schließlich musste sie im Finale gegen den Ritter Kaleva antreten. Aveline hatte ihn bereits beim Lanzenstechen besiegt und Kaleva wollte keinesfalls ein zweites Mal verlieren. Aus Verzweiflung und um seine Ehre zu retten, stellte Kaleva Aveline ein Bein und stieß sie zu Boden, wobei sie ihren Helm verlor. In der Arena herrschte betretenes Schweigen. Kaleva erklärte die vorangegangenen Kämpfe für ungültig. Eine Frau hatte teilgenommen
Und das war nicht erlaubt. Aber die Zuschauer bejubelten Avelin. Kaleva wurde fuchsteufelswild, hatte er doch gegen eine Frau verloren und musste nun die Schande ertragen. Blind vor Zorn zwang er Avelin auf die Knie. Auf deinen Platz, Weib, schrie er und schlitzte ihr die Kehle auf. Oh, ich hatte auf ein gutes Ende gehofft. Der Sohn des Königs, Prinz Freian, war ebenfalls anwesend. Er erkannte Avelins Können und ihren Mut und befand, dass die Frauen in seinem Land ungerecht behandelt wurden. Als er König wurde, änderte er die Gesetze von Orlais. Auch Frauen konnten nun Chevalier werden. Um Avelin zu ehren, erhob er sie posthum in den Ritterstand. Und bis heute verehrt jede Frau, die zur Ritterin erhoben wird, Avelin die Tapfere. Denn sie ist die Schutzpatronin aller weiblichen Chevaliers. Tolle Geschichte. Kennst du noch welche aus Ferelden? Eine hat mir meine Mutter mal vor langer Zeit erzählt. Ich fand sie sehr gruselig. Habt ihr schon einmal von Flemeth gehört? Flemeth? Ich habe Flemeth getroffen in der Kotschari-Wildnis. Seid ihr sicher? War es die Flemeth aus der Legende? Flemeth, die Menschenfresserin? Flemeth, die Mutter aller Hexen? Flemeth, die von Dämonen berührte, die im Nebel haust? So hat sie sich aber nicht vorgestellt. Die Mütter Fereldens machen ihren Töchtern mit Geschichten über Flemeth Angst. Wer ungezogen ist, so heißt es, wird von Flemeth geholt und muss für immer bei ihr bleiben. Angeblich trauert Flemeth auch ihrer verlorenen Schönheit nach und stiehlt sie anderen durch den Spiegel. Erzählt mir die ganze Geschichte. Flemeths Schönheit war im ganzen Land bekannt. Haar wie im Lichte einer mondlosen Nacht, Haut so blass wie der erste Winterschnee und Augen so klar und grenzenlos wie das Meer. Als sie im heiratsfähigen Alter war, fiel sie Konobar auf, dem Herrn von High Ever, und er nahm sie zur Frau. Konobar erkannte bald, dass seine junge Braut magiebegabt war. Er hielt es geheim, aus Angst, man würde sie ihm wegnehmen. Flemeth blieb einige Jahre bei Konobar und mit seiner Zustimmung betrieb sie ihre Kunst. Eines Tages kam ein junger Dichter namens Osen in die Burg. Flemeth war von seiner Stimme hingerissen und sie verliebten sich ineinander. Flemeth wollte bei ihrer wahren Liebe sein und sie floh mit Osen aus Konobars Ländereien und suchte Zuflucht bei den Stämmen der Chasend in der Korkari-Wildnis. Dort lebten sie einige Jahre glücklich miteinander, bis Flemeth erfuhr, dass Konobar im Sterben lag und sie ihn noch ein letztes Mal sehen wollte. Flemeths Herz war voller Mitgefühl für ihren früheren Gemahl und sie bat Osen, mit ihr zu Konobar zurückzukehren. Aber als Flemeth und Osen High Ever betraten, wurden sie von Konobars Leuten gefangen genommen. Sie töteten Osen vor Flemeths Augen. Flemeth wurde im höchsten Turm der Burg eingesperrt, um dort auf Konobars Urteil zu warten. Verbittert über den Verlust ihres Geliebten, plante Flemeth Rache an ihrem Gatten zu üben. Sie beschwor einen Dämon aus dem Nichts, der sich gegen Konobar wenden sollte, aber ihr Zauber schlug fehl. Der Dämon nahm von Flemeth Besitz und machte eine Abscheulichkeit aus ihr. Die Hallen der Burg waren voller Blut, als Flemeth Konobar und all seine Männer dahinraffte. Der letzte Rest von Flemeths Menschlichkeit schwand, und im Morgengrauen ging sie zurück in die Wildnis, um 100 Jahre lang ihre weiteren Pläne zu schmieden. Es heißt, sie hätte sich viele Männer der Chasend genommen und mit ihnen Hexentöchter gezeugt, die noch heute die Schatten der Korkari-Wildnis durchstreifen. Sehr interessant. Ja, kann ich so momentan nicht bestätigen, weil das hat mir sonst keiner erzählt. Aber wir wollen einfach mal weitergehen. Das sind ja genug Geschichten. Wir werden jetzt noch einmal kurz mit Flitzepiepe Alistair reden. Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Im Grunde ist es eine Kampfausbildung. Die Kirche verkündet zwar, dass die Templer nur der Verteidigung dienen, aber lasst euch nicht täuschen. Sie sind eine Armee. Eine weitere Hauptaufgabe der Templer ist die Jagd auf Magier.
Dafür lernen wir, Mana zu entziehen und Zauber zu unterbrechen. Möglicherweise, aber dazu besteht meist gar keine Gelegenheit. Die Kirche hält ihre Templer an der kurzen Leine. Wir bekommen Lyrium zur Entwicklung unserer magischen Begabungen. Das heißt, wir werden süchtig. Und da die Kirche den Lyriumhandel mit den Zwergen kontrolliert, nun, den Rest könnt ihr euch denken. Ihr wart also süchtig nach diesem Lyrium? Glücklicherweise nicht. Man erhält es erst nach dem Ablegen der Gelübde. Zum Erlernen der Templerfähigkeiten ist Lyrium gar nicht notwendig. Es macht sie nur wirkungsvoller. So heißt es zumindest. Vielleicht stimmt nicht einmal das. Die Kirche lässt ihre Templer normalerweise auch nicht gehen. Sie könnten ja Geheimnisse verraten. Ich bin eine Ausnahme. Ich hatte Glück. Beschäftigt euch etwas? Ja, ich wollte dich noch ein bisschen was ausfragen. Natürlich. Erzählt mir von den Grauen Wächtern. In ihrem jetzigen Zustand? Wo sind von hier aus die nächsten Grauen Wächter? Gute Frage. In Orlais gibt es viele, aber wer weiß schon, wo genau sie zu finden sind. Die nächste orlesianische Stadt ist Wochen entfernt. Im Norden, jenseits des Meeres, liegen die freien Marschen. Da müsste es welche geben, aber ich weiß wiederum nicht, wo genau. Ich weiß eigentlich gar nichts über graue Wächter in anderen Ländern. Gibt es nicht irgendwo ein Hauptquartier? Hier in Ferelden ist das unser Gelände in Denerim, beim Palast. Aber darüber hat Logan jetzt die Kontrolle. Und er lässt es sicherlich auch beobachten. Daneben gibt es nur noch die Feste von Weißhaupt. Das ist das Hauptquartier aller grauen Wächter von Anderfels. Es ist 1000 Meilen entfernt. Und ich weiß nicht mal, wie ich Kontakt aufnehmen könnte. Wenn wir also nicht nach Denerim zurück wollen, lautet die Antwort nein. Es gibt keinen Ort, wo wir hin könnten. Das ist ziemlich scheiße. Aber was geschieht jetzt, wo nur noch wir beide übrig sind? Vermutlich werden sich die grauen Wächter außerhalb Ferreltons irgendwann fragen, was passiert ist und warum sie nichts mehr von Duncan hören. Sie werden jemanden schicken. Aber dem können Logans Leute in Denerim sonst was erzählen. Vielleicht schicken sie auch niemanden. Wir könnten sie kontaktieren, aber dazu müssten wir Ferelton verlassen. Und selbst wenn wir Erfolg hätten, wären wir niemals rechtzeitig zurück, um die Verderbnis noch aufzuhalten. Was immer also geschieht, es liegt an uns. Also sind wir im Grunde auf uns allein gestellt. Und wir müssen den Orden wieder neu aufbauen. Letztlich schon. Denn um neue graue Wächter zu haben, muss ja jemand den Beitritt durchführen, nicht wahr? Aber ich weiß nicht, wie es geht oder was man dafür braucht. Ich weiß nur, es hat mit Lyrium und Magie zu tun. Und die Vorbereitung ist sehr schwierig. Mehr nicht. Solange wir nicht mehr über den Beitritt wissen, sollten wir uns damit anfreunden, dass es im Moment nur uns beide gibt. Bis Hilfe von woanders eintrifft. Na super. Und was würde geschehen, wenn wir einfach gingen? Einfach gingen? Ihr meint weg aus Ferelden? Ja. Ich weiß es nicht. Wenn es einen Erzdämon gibt, müssten wir die einzigen sein, die ihn besiegen können. Die Verderbnis würde sich also ungehindert ausbreiten. Irgendwann würden graue Wächter in Orlais und anderen Ländern davon erfahren und herkommen, um sie zu bekämpfen. Aber für Ferelden wäre es dann zu spät. Unmöglich. Ich gehe hier nicht weg. Ja, das war ja nur eine hypothetische Frage, ja? Also gut. Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Wie seid ihr ein grauer Wächter geworden? Genau wie ihr. Blut trinken, fast daran ersticken, ohnmächtig werden. Das habt ihr doch nicht schon vergessen, oder? Haha, sehr witzig. Ich gebe mein Bestes. Was soll ich sagen? Also, davor war ich in der Kirche. Ich wurde viele Jahre lang zum Templer ausgebildet. Was ich kann, habe ich dort gelernt. Ihr macht nicht den Eindruck, besonders religiös zu sein. Das könnt ihr laut sagen. Ich musste in der Küche öfter die Töpfe scheuern, als ich zählen konnte. Und ich kann ziemlich weit zählen. Die oberste Klerikerin wollte mich nicht gehen lassen. Duncan musste mich deshalb einberufen. Sie wurde so zornig, ich dachte schon, sie lässt uns beide einsperren. Ich hatte Glück. Denkt ihr, Duncan hatte Mitleid mit euch?
Ich weiß es nicht. Vielleicht? Als er kam auf der Suche nach Rekruten, habe ich zum Erbauer gebetet, dass er mich auswählen würde. Ich werde Duncan immer dafür dankbar sein, dass er mich rekrutiert hat. Ohne ihn wäre ich nie. Ich hätte nie. Es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Ich sollte nicht. Schon gut. Er starb als Held, wie alle. Kommt, gehen wir. Genug geredet. Okay, wenn du das sagst, dann haben wir genug geredet. Oh, das hat jetzt aber auch eine Weile gedauert. Gab's viel zu quatschen. Die haben ja alle leck mich am Arsch viel zu erzählen. Jetzt haben wir von allen so kleine Storys gehört. Mit Morrigan waren wir sogar in der Kiste, was ziemlich schnell ging. Naja, ich möchte jetzt nicht urteilen über Morrigan. Na gut. Auf jeden Fall haben wir in Lothering ein bisschen was erlebt, ein paar Kämpfe gehabt, aber das war jetzt noch nicht so spektakulär. Ja, und dann kamen wir schon in unser kleines Nachtlager und haben mit allen mal ein bisschen gequasselt, Geschichten ausgetauscht oder eher Geschichten angehört. Und das reicht mir momentan auch für diese Aufnahmesession. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haut rein!